hochklassig werden. Das ist Ihre Startaufstellung heute. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Und so gehen sie heute in dieses Spiel. Kalidou Koulibaly spielt mit Abdou Diallo in der Verteidigung. Papakouli Diop steht im Zusammenspiel mit Idrissa Gueye im Zentrum. Und gleich drei Stürmer sollen heute den Erfolg bringen. Oh Wolf, eine sehr offensive Aufstellung. Da bin ich wirklich gespannt. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Gutes Auge von Koulibaly, fängt den Pass hier ab. Gefährlicher Steilpass, Ball kommt gut. Da gehen sie dazwischen. Diatta kann über den Flügel kommen. Jetzt kommt die Flanke rein. Da ist das Tor. Der Mann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. So ist dieses Tor entstanden. Da kommt die Flanke und dann hat er Zeit. Dann kann er den Ball annehmen und sich die Ecke aussuchen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Papa Diop. Crépin Diatta. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Energischer Zweikampf, geht mit Eckball weiter. Und die Führung noch mal in der Wiederholung. Der Ball kommt rein. Ismail Assar! Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin. Lässt nichts anbrennen. Mané mit der Ecke. Ball ist erstmal wieder raus. Sadio Mané. Pape Abou Cissé.
Er holt sich den Ball. Federico Valverde. Sie kommen über den Flügel. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Diallo. Garner mit dem Ball. Ballverlust Mané. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Güey. Mané. Am Ball Ismail Assar. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Jiménez. Lucas Torreira. Jetzt Suárez. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Und Suárez. Ein unglaubliches Tor. Was für ein Hammer. Was für ein Traumtor. Schöner Treffer. Wir sehen uns die Wiederholung an. Aus der Distanz einfach mal draufgehalten. Und wenn der Ball dann so kommt, ja, was willst du da machen? Ist unhaltbar. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Güey. Am Ball immer noch Madi. Idrissa Güey. Ganz konsequent. Ball ist weg. Jetzt können sie kontern. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Federico Valverde. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Schöner Vorstoß. Das könnte durchaus gefährlich werden. Und die Möglichkeit. Das Tor durch Sadio Mané. Er ist ein klasse Spieler. Ein absoluter Weltklasse-Spieler. Unaufhaltsam. Und das hat er hier auch wieder gezeigt. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Hier ist noch alles drin. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Nach Durchgang 1 steht es hier 2-1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Lucas Torreira. Das ist Cavani. Mauro Arambarri. Da ist Suárez. Schön dazwischen gegangen. Starkes Spiel bislang von Sadio Mané. Wie lautet dein Kommentar zu ihm? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm.
Das wird hier Ecke geben. Ecke kommt in die Mitte. Er ist da und kann den Ball hier klären. Da geht er vorbei. Ismail Assar. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Federico Valverde. Da ist Suarez. Und jetzt Cavani. Mauro Arambarri. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das spielt er gut mit und kommt rechtzeitig raus. Sehr gut gemacht, gut aufgepasst. Ismail Assar. Die am Ball. Papa Diop. Mané ist das. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Abgepfiffen, das war Abseits. Ja, Abseits. Zu früh losgelaufen. Wenn das Timing besser stimmt, kann da mehr rauskommen. Der Trainer muss reagieren, sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Rodrigo Betancourt. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Sie haben den Ball. Schön dazwischen gegangen. Mané. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Jiménez. Jetzt gibt es einen Einwurf. Sie geben sich hier noch nicht auf und bringen einen weiteren Stürmer. Ja, was auch sonst, Wolf. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, dann muss vorne was passieren. Ismail Assar. Crépin Diatta. Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. Federico Valverde. Maximiliano Gomez. Edinson Cavani. Sie können den Ball erstmal abblocken. Crépin Diatta. Diatta kann über den Flügel kommen. Das ist noch gefährlich.
Und damit war es das für heute. Schlusspfiff. Die Gastgeber haben also verloren. Klare Niederlage also am Ende. Das war zu wenig. Das müssen wir so deutlich sagen. Da hat eine Menge gefehlt. Gerade was die Abwehr angeht, was die Konsequenz im Defensivverhalten angeht. Da waren sie nachlässig, da waren sie halbherzig. Und dann kommt eben am Ende dieses Ergebnis raus. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an.